Hast du noch nicht, ne? Vor 10, 12 Sekunden schon. Was? Keine Ahnung. Ja. Ah, doch, ja. Ja, kriegst du nochmal wieder, warte. Ach, alles gut. Nein, warte, kriegst du nochmal wieder. Weißt sowieso nicht, was die Karte bedeutet. Ja, siehst du dann gleich. So, Karte kommt zurück. Hast du jetzt wieder gekriegt, darfst du nochmal abspielen. Siehst ja oben das Spiel, wofür das ist. So eigentlich gedacht ist. So, was soll ich freigeben? Firefighting Simulator. Achso, ich kann, glaube ich, nur drei Dings freigeben. Aktuell. Ach so, Publish Collection. Aber das macht nichts, weil wir können das umändern. Dann können wir eins einfach immer wieder ausmachen und wieder anmachen. Das muss man dann halt immer machen. Sahne, keiner von uns hat noch viele Karten. So, halt Collection. Verbraten. Warte. Ja, alles klar, es geht. Publish Collection. Ja. So, jetzt kannst du nochmal die Karte spielen. Außer es ist eine Dead by Daylight Karte. Weiß ich gar nicht. Wo habe ich denn jetzt die Karten wieder? Findest du bei meinen Karten oder irgendwie so. My Cards oder so. Manage Cards oder so. Irgendwie so. Oder du gehst einfach bei Michi Stream unten auf das Streamload Streamer Kartenspiel. Oder ist direkt bei den Karten. Ich bin ja noch bei den Streamloots, gerade bei Collection. Achso, musst du die vielleicht erst wieder aufmachen, also öffnen? Ich hatte jetzt gerade ein paar geöffnet. Ich glaube, du hast vielleicht eine Dead by Daylight Karte gespielt und Dead by Daylight ist gerade geschlossen. Das kann natürlich auch sein. Nee, also ich sehe im Moment sowieso allgemein keine Karten mehr. Oh. Hast du nur Dead by Daylight Karten gekriegt? Nee, alles. Nee, ich habe alles querbeet bekommen. Soll ich sie nochmal abspielen für dich? nee, brauch nicht. Ich bewahre sie mir auf und im richtigen Moment wird sie dann nochmal gespielt. Okay, alles klar. Du hast jetzt nochmal drei Firefighter Karten bekommen. Sieht grad jeden, der noch da ist. Richtig geil. Die sehen schon mal sehr geil aus, Lisa. Was ich so gerade lesen kann, die sehen schon mal sehr geil aus. Ein bisschen mit Arbeit, Tobi, ne? Und ein bisschen mit Tore zusammengearbeitet. Ich laufe panisch umher und fliehe vor dem Feuer. Was? Fahre wie in GTA, also keine Veränderung. Hey. Ich habe einmal probiert, bei GTA ganz normal zu fahren. Bin an der Ampel angehalten und bisschen weit zu rechts, hab die Ampel umgefahren und einen Passanten erschlagen. Dann haben Leute auf mich geschossen und... Klassischer Montag also. Das wird ja den Brand zu verschlimmern, geil. Ja, jetzt kann ich nicht mal mehr das Pack öffnen. Was? Keine Befehle an die Bots, uiuiui. Tobi, was hast du gemacht? Witzig, dass Chris alle vorliest, die ich Lisa geschickt habe. Was habe ich gemacht? Ach komm, öffnen wir es nochmal. Jonas kann das nicht öffnen, alles. Nee, bei mir ist gerade irgendwie komisch, aber ich glaube, das hängt eher mit meinem Computer zu. Aha! Okay, aha. Das sieht doch viel besser aus. Da sind sie doch. Hier ganz neue Seiten. Okay, ich sollte das Mikro ausmachen so lange. Wir haben die 12 Stunden geschafft. Wir haben 50 Follower heute geschafft. Wir haben heute einen Shop eröffnet. Wir haben ziemlich viele Geschenke rausgehauen. Mhm. Ich guck mal schnell, in welchem Gesamtwert die ganzen Preise gewesen sind. K3 Rock möchte, dass du sofort aufhörst mit deiner Aufgabe und eine andere anfängst. die Gesamtsumme der Preise beträgt, die wir heute hier verschenkt haben. Jetzt muss ich das mal eben wegmachen, damit man das nicht sehen kann, weil sonst leake ich die ganzen Codes, das wäre ja blöd. Mm. Yep. Die Gesamtsumme aller Preise heute beträgt 160,53 Euro, die wir verschenkt haben. Wow. Da drin sind nicht die Preise mit eingerechnet. K3 Rock vertraut Lisa mal so gar nicht. Die haben wir heute verlost. Was? Das ist geil. Verstehen.
Ja, voll habe ich noch einen. Viel Spaß damit. Danke an alle, die dabei gewesen sind. Danke natürlich auch an Tobi. Gerne. An Chris. Es hat Spaß gemacht. An Lisa. Natürlich. Und jetzt zum Schluss noch an Julius. Jonas! Jonas. An Julius Jonas, dankeschön. Herzlichen Glückwunsch nochmal an Sahne. K3 Rock möchte, dass du dich für 10 Sekunden in einem Schacht versteckst. Ja, mach ich. Und danke, dass du so lange dabei warst. Mach ich sofort, Tobi. Danke an Sahne, dass du so lange dabei warst. Ich hoffe, es hat euch ganz viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, gesunde Weihnachten vor allem. Habt ein bisschen schöne Weihnachten trotz... K3 Rock fordert den Chat auf Respekt zu zollen. Chat? Ich will hier gerade eine schöne Abmoderation machen, Tobi, ne? Was soll das denn jetzt? Die war mir hier alles zu respektlos. Habt trotz Corona schöne Weihnachten, passt auf euch auf, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns zwischen den Tagen nochmal. Und die Hölle voll der Hölle. Und nicht dein Ernst jetzt, oder? Yaki, komm her! Wo bist du denn? Jetzt geht's aber auch richtig ab hier, Freunde. Goting Bese möchte sofort die kleine süße Janka sehen. Goting Bese hat sogar Leckerlis dabei. Außerdem soll ich dir noch das ausrichten. Message. Vergiss nicht, die Feuerlöscher leer zu machen. Okay, ja. K3 Rock möchte, dass du den Namen des Geistes dreimal sagst. Ach, nein. Er sagt den Namen dreimal. Jetzt hat sie sich hier hingelegt, weil sie denkt, sie kriegt jetzt Ärger. Okay, wir machen das anders, Freunde. Wir machen das jetzt einmal so. Oh, warte. Oh, das Kabel ist zu kurz. Wir machen das doch nicht so. Warte. Janky, komm her. Ja. Oh, warte. Das sieht gut aus. Das sieht schon mal gut aus. Das ist ein guter Start. Ja. Da ist sie. Schwere Geburt. Janka und ich wünschen euch... Oh. Das musste jetzt zum Abschluss nochmal sein. Janka und ich wünschen euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Und, Janka möchte nicht mehr, ne? Okay. Achso, warte. Muss ich da noch einmal drauf drücken? Denn wir wollen natürlich noch einmal allen Leuten jetzt im Stream danken, die heute etwas hier dazu beigetragen haben. Danke an Goting Besa, an K-Rock, an Monty Spinneratz, an den Nightbot und an Tore, die sind ja neue Moderatoren offensichtlich. Abby, dankeschön, Daniel Copter, Mrs. Missouri, Only. Jetzt habe ich es nicht so schnell nicht lesen können, verdammt ich. Und Akira, Volke und Amethyst. Hammer, ja, sehr gut. Ich komme zwar spät an, sehr gut, perfekt. Dankeschön an euch und macht es gut. Wir raiden jetzt noch jemanden. Das und danke auch für den Affiliate. Genau, da geht es jetzt nämlich als nächstes drum. Den werden wir jetzt als nächstes in Angriff nehmen. Dass wir da vorankommen. Und ich gucke jetzt mal, ein wenig raiden kann. Ich nehme jetzt mal, ich bin's jetzt. So heißt der Gute. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Sagt mal kurz Hallo zumindest. Und gute Nacht. Gute Nacht und macht es gut. Habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Macht's gut. Ciao, ciao. Und tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Lisa. Ah? Oh mein Gott. Du hast überall den Text. Du kannst überall eine Nachricht schreiben. Das will ich ausstellen. Echt? Was macht der da? Das macht halt nur Sinn bei, keine Ahnung. Also jetzt zum Beispiel, ich grüße. Micha, moin! Danke für den Raid! Ich höre, kann ich gerade nicht hören, ich höre gerade nur den Stream. Oha, ich hab das Kabel verstanden. Okay, er scheint sehr beschäftigt zu sein. Nein, sie hat gerade gesagt, Jonas, du Arsch. Ich gehe wieder in die Küche.
Er ist ein ganz, ganz verrückter Streamer. Der macht viel mit Musik und wie ihr seht, hat er sich so ein bisschen Stream-Equipment zusammen gekauft. Wir bauen um. Wir bauen um, okay. Ah, okay.